Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Seco-Modellvorstellung. Wir haben jetzt heute eigentlich auch noch mehr oder weniger eine Neuheit. Nicht so ganz, werde ich aber auch gleich nochmal drauf eingehen, von 2021. Also vom letzten Jahr mittlerweile. Dazu kommen wir auch gleich. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, sowie auch gerne den Kanal abonnieren könnt, um nichts weiteres zu verpassen. Es kommen jetzt noch ein paar Neuheiten. Und also die ich habe vom letzten Jahr. Und dann hoffe ich, dass ich vielleicht auch schon demnächst, also es kommen ja jetzt, kamen jetzt im Januar neue Sachen raus, im Februar auch, dass ich da vielleicht auch schon was zeigen kann, dann demnächst mal schauen. Genau. Ja, das soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein dazu. Ich würde sagen, jetzt können wir auch direkt anfangen. Wir haben hier Maßstab 1 zu 50 auf jeden Fall ein Modell. So, ja, auch mehr oder weniger fast dem Meistermaßstab, würde ich jetzt behaupten. Die 3537 LKW mit Muldenkippe habe ich euch tatsächlich auch schon gezeigt. Aber der entscheidende Unterschied liegt ja im Design. Nicht nur tatsächlich, weshalb ich es zeige, aber ja, das würde ich sagen, deswegen holen wir das Ganze auch erstmal aus der Verpackung. Wir haben ja auch tatsächlich noch eine Kunststoff, Verpackung. Genau, tue ich das erstmal beiseite. Genau, da sieht man es, glaube ich, dann schon. Es handelt sich nämlich hier nicht mehr um den Mercedes-Benz Actros, den alten, sondern um den Arocs. Und ja, sprich, wir haben das Zugfahrzeug gewechselt, der Anhänger ist gleich geblieben und das Design hat sich halt vom Anhänger verändert, sowie halt dann demzufolge auch vom Führerhaus, obwohl sich das natürlich ja komplett mehr oder weniger geändert hat. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal das Führerhaus an. Ich stelle mal den Anhänger beiseite, damit er uns vielleicht nicht fokustechnisch Probleme macht. Genau. Wir haben hier, ja, oben haben wir Lichter nochmal drauf, extra vier große Scheinwerfer. Dann haben wir hier ein kleines Mercedes-Benz-Logo. Wir haben hier Arocs groß draufstehen, nochmal das große Logo, und dann hier diesen Kühler, also die, wo halt die Luft zum Kühlen des Motors reinkommt. Sieht auf jeden Fall immer wieder gut aus und ist halt auch sehr detailreich. Man sieht da halt auch ein paar Unterschiede und spürt die quasi beim Anfassen. Dann haben wir natürlich hier die eigentlichen Scheinwerfer. Mehr oder weniger, und unten haben wir dann noch ein Nummernschild und diese Lackierung, also halt oben diesen, ja doch, also orange und unten dieses schwarz, finde ich, passt auch irgendwie echt ganz gut. Dann können wir ja mal ins Führerhaus, ich sehe auf jeden Fall das Lenkrad, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ich finde auch die Spiegel sehen irgendwie gut aus, ne? Ich weiß nicht. Also die, ne, hier haben wir auch noch so ein Detail drin. Genauso wie halt oben sieht das aus dem gleichen Kunststoff da. Genau, dann haben wir die Räder, die natürlich eigentlich auch nicht anders hätten sein dürfen. Wir haben hier noch 2, 6, 4, 5 stehen. Das war ja irgendwie was, Leistung und Hubraum, oder? Wie war es denn? Irgendwelche Zahlen waren es doch, oder Größe, irgendwas. Ich glaube, die hintere ist die Leistung, also 450 PS. Aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht so sicher, ne? Ja, sonst sehen wir halt nicht viel mehr. Wir haben hier natürlich die Anhängerkupplung, also die geht auch, die eigentlich immer nicht ganz zu, weil das habe ich mich letztens schon gefragt, warum die immer nur so halb, aber ist eigentlich auch egal. Ja, theoretisch wäre hier natürlich noch irgendwo Licht eigentlich dran. Wir haben aber hier noch eine normale, also normale Anführungszeichen für so Autoanhänger, sage ich mal. Anhängerkupplung, hier drüben ist der Tank. Ja, viel mehr kann ich jetzt auch nicht. Dann, was wir auf jeden Fall noch machen können, was ich jetzt auch zeigen werde, ist, wartet kurz, das hier können wir ja machen. Ja, man sieht es jetzt halt nicht, aber theoretisch sieht man hier halt noch ein bisschen Motor. Ja, der tatsächlich sogar gar nicht so schlecht aussieht. Ihr seht es halt nicht, weil es schwarz ist und alles glänzt. Aber ich kann euch sagen, sieht auch nicht so schlecht aus und das ging ja bei allen Arox-Modellen bisher und wird, glaube ich, auch bei allen gehen. Also, ich habe ja nicht alle, deswegen
Ja, dass man quasi diese Front oder dieses Führerhaus hochklappen kann, um eigentlich ja in den Motorraum zu kommen. Dann kann man es natürlich auch wieder, wenn man es hinkriegt, natürlich. Genau. Jetzt sollte es wieder ganz normal passen. Ach so, was wir gar nicht gesagt haben, wir haben ja natürlich nochmal Warnleuchten oben auf dem Dach. Kommen wir mal noch zum Anhänger. Natürlich kann man wieder über diese Stufen nach oben, ja, Stufen, Leiter, wie auch immer, um quasi hier reinzugucken, beziehungsweise manche haben ja auch noch so eine Abdeckung, die man drüber machen kann. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Genau, wir haben hier halt wieder einen Legal-Trailer, wie auch schon davor, halt nur mit einer anderen Farbe. Der andere war ja komplett rot. Und hier halt noch ein bisschen Baustelle drauf. Also ein LKW, ein Bagger mehr oder weniger. Jemand mit einer Schubkarre und jemand mit einer Schaufel oder irgendwie sowas. Daneben sozusagen. Ja, die Achsen ganz normal hier zum Abstellen. Die also um anzukuppeln. Was haben wir sonst noch? Ja. Dann haben wir, was haben wir noch? Viel mehr kann man, also, achso, das hier hinten geht natürlich noch auf. Damit das natürlich, achso, genau das haben wir ja dann demzufolge noch. Ich habe natürlich jetzt die Stützen nicht ausgefahren, so. Und dann würde das ja theoretisch hier hinten auch noch, ach ja, komm, jetzt hält die Stütze halt vorne nicht, oder wie? So irgendwie. Ja. Mehr gibt es dann, glaube ich, auch vom Aussehen vom Anhänger nicht. Deswegen sollte es auch schon fast gewesen sein, sozusagen. Ich muss sagen, finde ich auf jeden Fall. Also, ist jetzt nicht eine mega große Veränderung, aber finde ich natürlich trotzdem cool. Vor allen Dingen, weil wir jetzt halt das Ganze mit noch im Arox haben. Und wir es ja vorher mit dem älteren Arctros hatten. Und ich habe ja eigentlich ewig gehofft, dass mal vielleicht noch der neuere Arctros kommt, aber. Dem ist es nicht so, deswegen, es gibt ja jetzt mittlerweile, wie viele Arox-Modelle gibt es denn? Also ich allein habe, glaube ich, jetzt drei. Und es gibt mindestens noch zwei, drei Stück gibt es, glaube ich, noch. Also ich hatte ja den mit Baustellencontainer, dann hatten wir den mit dem diesem Haus quasi. Das war quasi, wie heißt denn das? Hat dieses Haus, wo halt komplettes Haus drauf ist und dann gibt es noch Holz. Und noch irgendwas. Genau. Ich will aber das Video jetzt auch nicht zu ewig strecken. Deswegen war es das jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da zu könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein tolles Modell. Jetzt nichts krass Neues, weil im Ende kennen wir das schon. Hat nur ein paar kleine Sachen verändert wurden, aber ja. Genau, und sonst könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ich kann euch sagen, die nächste wird auch. Ich habe sie zwar noch nicht aufgenommen, werde ich aber jetzt gleich machen. Toll. Ja. Dann mich raus und tschüss.